Liebe Brüder und Schwestern, wir haben diese Lesung gehört, wo der Petrus eingekerkert worden ist, vier Abteilungen von je vier Soldaten in der Nacht gefesselt, an zwei Soldaten mit eisernen Ketten, abgeschlossen mit einem eisernen Tor, hoffnungslos menschlich gesehen. Wer kann ihn da herausholen? Und doch, für den Herrn kein Problem. Er schickt seinen Engel, geht in das Gefängnis hinein, die Fesseln fallen ihm von den Füßen, sie gehen an den Wachen vorbei, diese machen nichts, sie gehen an das eiserne Tor, es öffnet sich von selbst, er tritt hinaus. Der Herr hat den Petrus befreit durch seine Engel. Der Paulus hat auch vieles erlitten, vielmal gepeitscht worden und auch gesteinigt, hätte sterben können bei der Steinigung, für gewöhnlich stirbt man dabei. Aber der Herr hat es nicht gewollt, dass er stirbt und hat ihn auch von den Steinen gerettet, dass er auch diese Steinigung überstanden hat, weil es eben nicht der Wille Gottes war, dass er bei dieser Steinigung stirbt. Und weil es nicht der Wille Gottes war, dass Petrus im Gefängnis aufbewahrt wird und dass er dann verurteilt wird und hingerichtet in Jerusalem. Denn der Herr hat einen anderen Plan mit ihm gehabt, mit seinen beiden, dem Petrus und dem Paulus. Solange der Auftrag nicht erfüllt ist, wird der Herr immer schauen, dass seine Leute gerettet werden, bis sie wirklich ihren Auftrag erfüllt haben. Denn bis der Lebensauftrag erfüllt ist, diesen Lebensauftrag sollte Petrus und Paulus in Rom eben vollenden und erfüllen. Und in Rom sind sie da dann für den Namen des Herrn gestorben. Petrus am Kreuz, Paulus unter dem Schwert. Da hat der Herr sie nicht herausgeholt, nicht davor bewahrt, weil es eben der Wille Gottes war, dass sie eben in Rom ihr Blut vergießen für die Kirche. Und die zwei sind die Apostelfürsten, die in Rom ihr Leben hingegeben haben, aber im Zentrum der abendländischen Kirche und dort ihren Lebensauftrag erfüllt haben. Schwestern und Brüder, für uns gilt das Gleiche. Solange wir unseren Lebensauftrag noch nicht erfüllt haben, wird uns der Herr immer retten. Und wird uns immer weiterführen, aus allen Gefahren herausbringen und uns immer wieder ausrüsten mit der Kraft Gottes und nicht zulassen, dass wir auch nur eine Minute vorher sterben, als wie es der Herr in seiner Allmacht festgesetzt hat, seit Urewigkeit. Alles ist in der Macht Gottes. Auch der Böse ist in der Macht Gottes. Er kann nichts tun, wenn es der Herr ihm nicht erlaubt. Das soll uns mit großer Freude, Zuversicht und Vertrauen erfüllen, dass wir nicht in Ängstlichkeit sind. Ja, was wird geschehen? Was wird mit mir geschehen? Was wird mit meinen Mitmenschen geschehen? Mit meiner Familie und so weiter und so fort. Der Herr hat alles in der Hand. Das soll der gläubige Mensch betrachten. Vertrauen und Glauben. Das heißt es eben nicht nur sagen, Herr, Herr, sondern wirklich Glauben und Vertrauen. Du hast die Macht. Ich bin in deiner Hand, mir kann nichts passieren, was nicht du in deiner Allmacht beschlossen hast und zulässt. Ja, Petrus und Paulus, das waren Freunde, nicht am Anfang. Am Anfang waren sie Todfeinde, denn der Paulus hat ja die Christen verfolgt, in die Gefängnisse eingeliefert. Bei der Steinigung des Stephanus war er dabei, war mit dem Mord einverstanden, war Todfeind der Kirche. Und Petrus ist ja das Haupt der Kirche, Todfeind von Petrus. Aber Gott in seiner Allmacht hat es bewirkt, dass aus diesen Todfeinden Freunde geworden sind. Unzertrennbare Freunde, obwohl sie verschiedene Aufträge hatten, der Paulus für die Heiden, der Petrus für das Volk der Israeliten. Gemeinsam haben sie auch für den Namen Jesus gekämpft, gestritten und gelitten. Und gemeinsam sind sie dann in Rom
für den Namen Jesus auch gestorben. Ja, aus Feinden, aus Todfeinden kann der Herr Freunde machen. In ihm, in Christus Freunde. Und auch wir, obwohl wir sehr verschieden sind. Jeder ist wieder verschieden vom anderen. Ne? Der denkt anders, der fühlt anders, der ist anders, der gibt sich anders, der zieht anderes an als ich. Der Herr verbindet uns. Ne? Der Herr verbindet uns in sich zu einer Einheit, zur Einheit der Kirche. Und aus ganz vielen verschiedenen Menschen, die ganz viel verschieden gelagert sind, bildet der Herr seine Kirche, wie auch aus den Aposteln er die Kirche gebildet hat. Und jeder und jede hat seinen Platz in der Kirche Gottes. Und wenn du anders bist als der andere und anders denkt, lass den anderen denken, wie er denkt. Nimm ihn an als dein Bruder und als deine Schwester in Christus. Schau nicht auf die Fehler des anderen. Der Petrus hätte auch schauen können, ja, der kommt mir sicher nicht ins Haus. Nein, schau nicht auf das, was früher war. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. In Christus sind wir alle der eine Leib, der Leib Christi. Er, das Haupt, verbindet uns, die vielen Glieder, in sich. Das darf uns mit großer Freude erfüllen, dass Gott uns zusammenschweißt, und je kleiner die Herde wird, wenn wir sehen, dass die große Herde oft abgefallen ist schon vom Glauben, nicht mehr in die Kirche kommt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Das soll uns umso mehr zusammenschmelzen, dass wir uns untereinander auch verbinden in verschiedenen Gruppen, Lobpreisgruppen, Gebetsgruppen, Segensgruppen, wo wir miteinander auf dem Weg sind. Dass nicht die Anonymität in der Kirche herrscht, sondern die Gemeinschaft, die Freundschaft, die Liebe, die Verbindung. Der Herr verbindet uns ganz in sich. Ja, Petrus ist der Fels, dem Jesus seine Kirche gegründet hat, er hat die Schlüsselgewalt. Das Petrusamt, das Papstamt, das ist von Gott geschenkt. Und es ist ein wunderbares Geschenk, auch wenn die Welt ihn anklagt, den Papst. Ist doch ganz egal, welcher gerade Papst ist. Die meisten passt er nicht, oder? Früheren Päpste, ja, alle waren in der Kritik gestanden. Ne? Die Welt, der Welt gefällt das Papsttum nicht, dem Teufel gefällt es nicht. Deswegen bisagt er seine Leute, damit sie gegen die Kirche schimpfen, gegen das Petrusamt, gegen das Papsttum. Aber das Papsttum ist auf dem Felsen Petri gegründet und ist auf Christus gegründet. Und die Mächte der Finsternis der Unterwelt können sie nicht überwältigen. Das muss uns immer bewusst sein. Die Macht des Bösen kann die Kirche niemals überwältigen. Die Kirche, auch wenn sie manchmal klein wird von Zahl, sie wird immer überleben. Und sie wird immer im Sieg Christi stehen, weil Christus, der Sieger, das Haupt, über sie wacht. Und der Teufel keine Macht hat über Christus. Und so hat er auch keine Macht über die, die mit ihm gehen. Er kann uns wiesacken, aber er kann uns nicht vernichten. Wir sind in Christus sicher auf dem Felsen gegründet. Und das Petrusamt, Paulus, das Apostelamt, das Papstamt hat den Schlüssel aufzuschließen und zu verschließen. Die Sünden aufzuschließen und sie zu entsorgen. Abzuschließen die Irrtümer dieser Welt, dass sie nicht Macht gewinnen über uns. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir auf den Papst hören, auf die Kirche Gottes hören, auf das, was Glauben ist, und da feststehen und vertrauen und uns nicht beirren lassen von den vielen, vielen Meinungen anderer Leute. Was Fakt ist, steht in der Heiligen Schrift, steht im Katechismus, wird von der Kirche Gottes vertreten. Ja, der Himmel, der jubelt heute an dem heutigen Fest. Da kann man sich vorstellen, wie die Heiligen im Himmel jubeln, wie der Apostel jubeln, wie die Engel jubeln. Denn dieses ist ein großes Fest. Was für ein Jubel, was für ein Geschenk, das der Vater uns macht durch seinen Sohn im Heiligen Geist, dass er die Kirche Gottes einsetzt und das Petrusamt, das Papstamt eingesetzt hat.
Ja, das ist der Garantie der Wahrheit. Diese Apostel sind herausgerufen worden, Christus nachzufolgen. Und auch wir sind herausgerufen aus der Welt, dass wir Jesus nachfolgen. Und dann haben wir die Sicherheit. In der Welt, wenn wir nicht herausgerufen worden wären von der Welt, dann würde die Welt uns haben als ihr Eigentum. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind noch in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und wir sind vom Herrn herausgerufen, dass wir unter dem Schutz Gottes, unter dem Schutz der Apostel und dem Apostelnetz sind. Die Welt ist unter dem Netz der Spinne, des Bösen, der die Leute eingarnt wie eine Spinne, die Fliegen eingarnt und dann aufzehrt. So ist die Welt. Sie garnt die Leute ein und dann werden sie ausgesogen und bleiben leer zurück, tot. Wir sind unter dem Apostelnetz. Und das Apostelnetz dürfen wir über uns ausspannen und uns unter diesem Apostelnetz auch ganz in der Sicherheit Gottes bewegen. Das Apostelnetz ist so stark, dass eben die Mächte des Bösen das nicht wegnehmen können, sondern wir sind darunter beschützt. Und deswegen dürfen wir voll und ganz die Macht der Apostel und des Petrusamtes für uns in Anspruch nehmen. Ja, letztlich ist alles ein Tanz. Auch der Felsen tanzt. Und wir sind die Bräute, mit der Jesus tanzen will. Ne? Und wenn man mal das Tanzbein geschwungen hat, dann weiß man, ne? Da kommt der Mann, fordert die Frau auf zum Tanz, dann nimmt er sie in den Arm, ne? Und dann dreht er und bewegt sie. Die Frau führt sie hin und führt sie her, führt sie rauf, führt sie runter, kreist, mal links, mal rechts rum. Und die Frau lässt sich führen vom Mann. Ne? Und das ist die Braut. Die Kirche ist die Braut. Und jeder von uns ist Braut. Und wir alle dürfen uns führen lassen vom Bräutigam. Er nimmt uns in den Arm, er schwingt uns und er tanzt mit uns diesen Hochzeitstanz. Das ist der Hochzeitstanz des Lammes, dass der Herr mit uns diesen Lebenstanz macht. Und wir dürfen uns von ihm schwingen lassen und in Bewegung sein, nicht starr, so war es, so ist es, bleibt. Nein. Wir dürfen in Bewegung gehen, wie die Frau sich den Mann anschmiegt und mit ihm geht. Ne? So darf der Mensch in Christus angeschmiegt sein und immer auf die leisen, kleinen Bewegungen des Mannes achten, also des Bräutigams achten, damit die Braut ganz im Bräutigam eins ist und mit ihm schwingt durch dieses Leben, durch diese Welt hindurch. Diese Freude will uns der Herr schenken, dass er mit uns diesen Hochzeitstanz führt. Und wir als die Gerufenen, die Herausgerufenen aus der Welt, tanzen mit ihm und wir tanzen nicht mit dem Bösen. Viele in der Welt tanzen mit dem Bösen, lassen sich von ihm führen und leiten. Und er führt sie und er dreht sie und immer mehr dreht er sie, bis sie ausgedreht sind, bis sie umfallen, ausgesorgt, tot. Wir sind herausgerufen. Der Herr hat uns gerufen, beim Namen genannt. Unser Bräutigam ist Christus. Wir tanzen mit ihm. Wir tanzen nicht mit der Welt. Wir tanzen nicht mit dem Bösen. Wir tanzen mit niemandem, außer mit Christus. Mit dem Partner natürlich, Lebenspartner tanzen wir. Aber auch die Ehepaare tanzen in Christus. Denn die Frau darf im Mann Christus erkennen. Und der Mann in der Frau auch die Braut Christi. Und gemeinsam sind sie die Kirche im Kleinen und lassen sich vom Herrn bewegen. Wie auf diesem einem großen Ball, letztlich ist auch der Himmel ist ein unendlich großer Ball. Ne? Viele Leute gehen ja gerne auf die Bälle, ne? Und da lassen sie das Tanzbein schwingen. Wir sind gerufen, dass wir im Himmel dann tanzen mit unserem Bräutigam für alle Ewigkeiten, mit den Engeln im Chor. Ne? Und das ist ein unendlicher Tanz im Himmel. Eine unendliche Symphonie, das ist Bewegung im Heiligen Geist. Und auch jetzt dürfen wir uns im Heiligen Geist schon bewegen lassen auf den Vater hin. Christus, der Bräutigam, nimmt seine Braut, dreht sie und nimmt sie mit sich zum Vater.
Und im Vater findet der Sohn seine Bestimmung und finden wir alle unsere Bestimmung, finden wir alle unser Leben. Der Vater will mit uns in seinem Sohn diese unendliche Bewegung tun. Er will mit uns, seine Kinder, unendlich den Tanz der Liebe aufführen. Ja, danken wir, dass wir zu dieser Vollendung gerufen sind, zu dieser Herrlichkeit, und der Herr uns mit hineinnimmt. Lassen wir uns immer von unserem Bräutigam den Arm nehmen, auch die leisen Bewegungen des Bräutigams, des Heiligen Geistes hören und achten, mit ihm schwingen, mit ihm hineintanzen in die Ewigkeit. Amen.